Ich möchte erst einmal, herzlichen Dank, wunderschön, toller Applaus. Ich möchte erst mal Platz nehmen hier vorne in unserer gemütlichen Dekoration. Das war soweit alles richtig. Ich werde privat fotografiert. Das macht man nicht im Fernsehen. Nein, nein, ich bin da ein bisschen streng. Ich bin da ein bisschen streng, weil ich bin, sag mal, nein, nee, nee, pass mal auf. Das ist, ich bin politisch verfolgt. Und ich weiß nicht, was du damit machst. Bist du bei Google? Das kommt als Lesebild in Bayerischer Rundfunk raus. In Bayerischer Rundfunk. Ja, ja, so, jetzt aber jetzt mal Schluss. Ich bin studierter Hausmeister. Ich habe in Braunschweig studiert an der Fachhochschule für Schul- und Hausmeisterei. Das ist ein Elitestudium, Kamerad. Das dauert nur 20 Minuten. Und da lernst du 4 Sätze. Wo kommst du her, wo willst du hin, da kannst du nicht stehen bleiben, kannst das Schild nicht lesen. So, pass mal auf, Freunde. Jetzt wollen wir mal hier Klartext reden. Jetzt muss ich noch... Nicht? Und vor allem, ich bin hochbegabt. Ich habe noch ein Aufbaustudium gemacht. Da hat die Gewerkschaft bezahlt, Fürst-Bückler-Stiftung. Da habe ich noch einen 5. Satz dazugelernt. Soll ich alles 2-mal sagen? So, Kameraden. Und jetzt guck mal hier diese schöne Deko an. Die habe ich nämlich gebaut. Da war ich im Baumarkt. Und die können nur 3 Sätze. Die sagen immer, was haben sie vor, warum kommen sie erst jetzt? Das wird sowieso nichts. So. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie einen Abteilungsleiter, der sagt, kommen Sie morgen wieder, ist heute nicht da. So, das ist es. Und ich muss das ja alles gar nicht machen. Ich mache das ja freiwillig, weil ich die Menschen so liebe. Ja, ich bin wahrhaftig ein gottesfürchtiger Mensch. Und wir leben in einer wahrhaftig gottlosen Zeit, denn wir haben gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Und eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Und ein lügender Mund ist dem Herrn ein Greuel. So steht's geschrieben, so spricht der Herr. Ich selber habe eine Botschaft, frohe Botschaft bringe ich. Auch für dich, mein junges Küken. Ich bin links und reich. Links und reich. Das ist schön. Das ist schöner als arm und links. Nicht? Gut, richtig scheiße ist arm und rechts, dann bist du auch noch blöd. Aber es ist nicht. So sieht es aus. Ja, es geht auch ein bisschen um Recht und Ordnung. Schauen Sie mal, wenn Sie links und reich sind wie ich, dann haben Sie natürlich auch Feinde. Ich habe eine Feindin. Das ist... die Sabine Hammer, eine geschiedene Sichel. Alleinerziehend, Lehrerin, Vegetarierin, das ganze Programm. Es ist eine Ex-Bolschewikin, die ist hier bei den Gurken und bei den Grünen ist die untergetaucht. Und sorgt von morgens bis abends nur für Unmut. Redet schlecht daher, verstehen Sie? Und leidet, ich bin alleinerziehend, ich bin alleinerziehend, ich werde benachteiligt. Ja, völlig zu Recht. Wie wollen Sie denn sonst benachteiligen, die wenigen glücklichen Familien wie meine? Ich sag, Frau Hammer, warum sind Sie denn alleinerziehend? Ja, aber warum denn? Wo ist denn der Mann? Da muss doch was vorgefallen sein. Ein Mann verlässt doch nicht grundlos seine Familie. Und wahrhaftig, es steht geschrieben im Buch der Bücher, was nützt das Dach über dem Kopf, wenn ein unzufriedenes Weib darunter haust? Und so steht es geschrieben... Meine Brüderinnen und Brüder, und so steht doch auch geschrieben im heiligen Koran, das Weib soll nicht mit den Füßen scharren. Aber es scharrt. Immer dieses Scharren. Und so spreche ich zu meinem Weib, Rippchen. Lass ab vom Scharren. Wir haben Parkett. Ich bin alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend. Auch Ben Cartwright war alleinerziehend. Und meine lieben Brüderinnen und Brüder, und er hatte darüber hinaus noch die ganze Ponderosa am Hacken. Ohne ständig von Sozialstaat betüdelt zu werden und einen illegalen Chinesen, hat er auch beschäftigt. Nicht? So ist es, Frau Hammer und ihr einsames Hammerkind. Ich spreche zum Kind, ich spreche zum Kind. Wie hältst du es mit der Religion, oh Kind? Ich hab Ethik. Und was lernst du da? Gewalt ist keine Lösung. Ach so, ist das so? Naja. Denk mal bei den Regensburger Domspatzen. Nein, 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 nein. Das Problem ist ja nicht, dass wir zu viel Gewalt haben. Unter uns, ja, viel zu wenig. Ich habe eine richtige Familie.